Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Calls the Wild. Heute sind wir in Yukon unterwegs. Seit langem mal wieder eine meiner Lieblingsmaps, wenn nicht sogar meine. Naja, gut. Nee, als Silver Ridge Peaks ist schon besser. Aber Yukon ist schon krass. Ist schon sehr krass. Ich mag die Map sehr. Ich finde die Tierauswahl gut. Ich finde die Vegetation gut. Ist eine sehr schön bejagbare Map. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video und let's go. Schauen wir uns heute mal ein bisschen den Yukon um. Ich gehe mal gegen den Wind. Damit wir hier auch was sehen zum Schießen. Anruf Elch. Okay. Da haben wir unseren ersten Elch, wenn der nicht schon abgehauen ist. Ist aber nur ein silberner, kleiner Zweier-Elch, 117,59. Doppelung dafür aber. Schön. Ein Grizzly, ein Weibchen, eins Trivial, naja. Ist nicht so gut. Es schneit, gleich wird alles weiß. Grizzly, wo bist du? Ah. Ich war denn abgelenkt von den Karibus. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Karibu und einem Rentier? Gibt es da einen oder ist das nur ein anderer Name für dasselbe Tier? Eigentlich Rentier ist die europäische Variante. Oh, guck mal, da ist doch einer. Droppst du? Du droppst. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja. Zwar nur ein Fünfer, aber okay. Bronze-Weibchen, dafür Single Lunge. Ja, top. Sie sieht auch ein bisschen doof aus, oder? Also. Kann man noch einfältiger aussehen als Tier? Ich weiß es nicht. Kommt natürlich wie immer in den Discord, falls ihr euch die Abschlüsse aus meinen Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei. So, er ist Silber. Silber. 59,88. 60,8 ist Gold. Single Lunge. Schade. Schöner Treffer, schöner Schuss. Musst du nicht leiden, das Tier. Top. Also manchmal ist Schnee einfach, wenn man dann die Tiere vor dem Schnee gut sieht. Auf dieser Karte ist das eher eine Herausforderung, weil nicht alles wirklich richtig weiß ist. Sondern nur so angepudert. Wisst ihr, was ich meine? So, silberner Karibu. Einmal alles bitte. Herz, Doppelunge. Schön. So, das ist ein goldener, der Dreier. 156,9. Schön, schönes Ding. Den ersten habe ich tatsächlich in den Kiefer gesetzt. Das ist nicht so gut. Und der zweite ging dann in den Lungenflügel. Naja, weil er den Kopf so runtergenommen hat, ne? Naja, okay. Das war einer Weibchen. Und der Drive-By in die Lunge. Top.
wirst du gleich umfallen. Ja. Schön. So, ein goldener Bison. 191. Single Lunge. Schönes Biest. So, er ist auch Gold. 148,3. Ganz knapp Gold. War schön in die Single-Lunge. Top durch den Knochen. So, er ist Gold, 176,7. Nicht so schön wie der andere Vierer, aber dafür sehr hell. Finde ich gut. So, triviales Weibchen, schön im Drive-By. Lunge, Muskel, Leber, Magen. Dem habe ich einen schönen Ohrring verpasst. Ein silberner Bulle, 119,96. Schade, nur Silber. Aber schöner Treffer. Bin gerade auf der Suche nach einem Karibu. Ah, da ist eins. Da ist ein Karibu-Po. Ein Dreier. Bist du hier der Einzige? Diggi? Fast dann mal aus, ne? Nur auf 20 Meter ran hier. Mich nervt eher, dass ich so ein bisschen Performance-Probleme habe mit dem Update. So, silberner Karibu Borg 250,3. Wir folgen Elche. Schön, schön, schön. Schön. Schönartig bleiben, Freunde. Schönartig bleiben, meine Freunde. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, lad nach. Nein, aua, aua, aua. Freunde. Gut. Sitzplatz aus. Welche Kid? Intens. Schön intens. Gucken wir uns die Beute mal an. Ein goldenes männliches Tier. 36,15. Schön. Die hatten Bock auf mich. Ja, die haben sich erschrocken durch den Elchschuss. Noch ein goldenes männliches Tier. 38,1. Der wäre ja fast, der war ja schon fast hier.
Noch ein goldenes männliches Tier, 37,5. Ey, die sind ja alle drei geil gewesen. Silberner. Okay. Der hat sich gerade so krass umgedreht. Achso, er wollte sich gerade lecken oder kratzen oder was weiß ich. Silberner Karibu 299 Doppelunge. Ein Gold Karibu. Auf jeden Fall Gold. So, schade, doch nicht Gold. Silber 188,7. Ich hätte fast gesagt, der wäre Gold, aber naja. Silber ist auch okay. Top! Ich wusste es doch. Wo kriege ich sie doch alle? Ah, das war ein sehr gutes Beispiel für die Anwendung des Pfiffes in diesem Spiel. Bären stellen sich ja mal hin, wenn sie was hören, um das Gebiet zu überblicken. Und sie hätte mich dann wahrscheinlich gesehen. Aber ich habe früher geschossen. Bronze. Da hatte ich aber Glück, dass ich die Lunge noch getroffen habe. Einen Fuchs, den kriege ich nicht. Silberner. Oh, ey, der ist aber auch wirklich gut. Rot. Schön rot. Silberner Fuchs. 9,98. Also jetzt ist nicht wirklich richtig gut. Hätte schön Gold sein können. Aber so, guck mal, wie der aussieht. Blutungsgrad hoch. Krass. Okay, der ist diesmal Gold. Endlich ein goldener. 391,2. Der war echt gut für einen Vierer. Doppelunge. Schön. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Calls the Wild hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein paar schöne, wirklich gute Tiere geschossen. Fast von Wölfen zerfetzt, aber dafür drei goldene Wölfe rausgeschossen aus dem Rudel. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut, bis dann. Ciao! We'll be right back.